Das ist eine gelbbeinige Sonnenspringspinne. Sie ist sehr klein. Sie ist so um die 5 mm. 5 mm. Das Weibchen, die Männchen sind etwas kleiner. Und sie liebt die Sonne. Ja. Und sie hat Boxhandschuhe an. Genau. Das ist eine der seltenen Aufnahmen, die wir machen konnten. Normalerweise sind sie sehr nervös. Es ist schwieriger, gutes Makro hinzubekommen. Ah, hier sieht man den Faden, den sie beim Absprung noch angeklebt hat. Das ist ihr Sicherheitsfaden. Also, sie ist ein Ansprungjäger. Sie springt die Beute an. Hier hat sie eine Blattlaus erwischt. Und nun beobachtet sie uns genüsslich beim Fressen. Also eilig hat sie es nicht. Hier hat sie eine Fliege erwischt und schon ziemlich kräftig ausgesaugt. Erstaunlich, so eine kleine. Ja. Hier sehen wir einen Zaunkönig. Ja, er ist in der Schweiz zwar von uns selten gesehen, aber es gibt doch immerhin wie viele Brutpaare. Muss ich mal. Er ist einer der kleinsten Vögel jedenfalls bei uns. Ja, also 400 bis 500.000 Brutpaare gibt es in der Schweiz. So viele? Ja. Oh. Sie haben 2 Bruten pro Jahr. Und legen 5 bis 7 Eier. Ja, er ist natürlich immer ganz schnell unterwegs. Ja. Im Gebüsch. Ja. Sie können bis 7 Jahre alt werden. Und hier hat er eine Spinne erwischt. Insekten, vor allem Spinnen, gehören zu seinem Speiseplan. Hier sehen wir einen toten Vogel. Der Vogel wurde vermutlich von den Eltern aus dem Nest geworfen. Und nun wird er hier verwertet. Das ist eine ganz seltene und glückliche Aufnahme für uns. Wir sehen hier, wie ein Mistkäfer aus dem Boden hervorgekrochen kommt und sich gleich ins Vergnügen stürzt. Und das andere sind Schmeißfliegen. Ja. Mistkäfer gibt es weltweit 150 Arten. In Europa sind es rund 59 Arten bekannt. Sie können 1 bis 4,5 cm groß werden und sie ernähren sich in der Hauptsache von Kot. Und dieser hier auch von Fleisch. Und Aas. Die Weibchen graben eine Höhle
vorzugsweise gleich beim Futter in der Nähe. Und das Männchen bringt dann die Erde immer nach oben. Also das Weibchen gräbt im Boden unten und das Männchen schafft die Erde nach oben. Und das haben wir bei einem Spaziergang gefunden, gesehen. Ein toter Mistkäfer. Und ganz, ganz viele Ameisen. Ja. Oh, die zerrt an diesem Führer. Es ist schon wichtig, die Arbeiterameisen, wie sie die Natur aufräumen. Ja. Hier sieht man auch, den Panzer können sie nicht aufbrechen. Der ist zu hart. Und nun versuchen sie am Hinterteil, am Darm, die Weichteile aus dem Käfer herauszuzerren. Eine richtige Teamarbeit. Ja, das ist, hier sieht man auch, warum ein Teil der Ameise vorne zieht und ein Teil hinten. Würden alle nur hinten ziehen, dann würden sie den Käfer herumschleppen. Und damit sie die Weichteile hinten herausziehen können, müssen immer ein paar vorne dagegen halten. Gute Teamarbeit. Ja, aber wie sie das miteinander absprechen, das ist mir ein Rätsel. Hier sehen wir, es ist ihnen gelungen. Also sie haben die Weichteile hinten rausgezerrt und nun nuckelt der eine daran und andere versuchen sich ein Stück abzubeißen. Alles ohne gegenseitige Aggressionen. Also sie laufen übereinander und quer durcheinander. Aber keiner ist aggressiv gegen seinen Artgenossen. Mhm. Wir haben nicht so lange gefilmt, wir wissen also nicht, wie lange es gedauert hat, bis sie den Käfer zerlegt hatten. Ja. Und hier haben wir einen Feind der Ameisen. Der Grünspecht. Er hat eine sehr lange Zunge. Und die Zunge hat auch kleine Widerhaken. Da kann er wirklich tief ins Nest mit dieser Zunge und die Ameisen so herausholen. In der Schweiz gibt es etwa 10.000 bis 17.000 Paare. Und wie ich gelesen habe, sucht er regelmäßig seine Plätze auf. Er kann sich das merken, wo er die Nester gefunden hat. Und wie alt wird er? Bis 15 Jahre alt kann er werden. Ja. Und er ist eifrig bei der Sache. Ja. Wie findet er bloß diese Ameisen im Boden? Er muss ja das erste Mal, weiß er keinen Platz, da muss er sie. Das weiß ich nicht. Hört er sie oder riecht er sie?
Oh, schau mal. Er ist voller Ameisen. Das stört ihn nicht. Nein, es juckt einfach. Hier sehen wir eine braune Krabbenspinne. Sie hat einen Ohrwurm gefangen und saugt diesen jetzt aus. Krabbenspinnen sind häufig bei uns. Ja, sie sind häufig, ja. Es gibt aber auch sehr viele verschiedene Arten. Ja, aber ich konnte diese da nicht bestimmen. Plötzlich hat die Spinne den Ohrwurm fallen gelassen, sich davon abgewendet, ist am Blatt etwas hochgegangen und dann zack, runtergefallen. Der Ohrwurm war tot. Und wir haben die Krabbenspinne gesucht und sie hier schlussendlich am Boden gefunden. Immer wenn eine Spinne die Beine so beim Bauch zusammenzieht, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es ihr gar nicht mehr gut geht. Nach einiger Zeit hat sie sich nicht mehr bewegt, der Ohrwurm auch nicht. Wir haben die Spinne auf die Beine gedreht, um sie von oben zu filmen. Und dann bemerkt auch, die Spinne war tot. Absolut bewegungslos. Ja. Wir wissen nicht, ob der Ohrwurm vielleicht durch Insektizide vergiftet war und die Spinne diese Gifte aufgenommen hat. Jedenfalls sehen wir hier die Augen. Sie sind normalerweise wechseln sie ab und zu die Farbe. Das ist ein Zeichen für Leben, aber bei dieser Spinne. Und dem Ohrwurm kein Lebenszeichen mehr. Beide tot. Und vielleicht war es aber auch ein Zufall. Ja, vielleicht. So, das war's. Bis später. Bis dann.